Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In den meisten EU-Ländern sollen künftig verschärfte Schuldenregeln gelten. 25 der 27 EU-Staaten einigten sich auf dem Gipfel in Brüssel auf einen Pakt für strengere Haushaltsdisziplin. Nur Großbritannien und Tschechien schließen sich nicht an. Außerdem wird der dauerhafte Euro-Rettungsfonds ESM früher in Kraft gesetzt. Im Kampf gegen die Schuldenkrise wollen die Euro-Länder auch Wachstum und Beschäftigung stärken. Gegen Mittag ist im Brüsseler Europaviertel der Alltag zurück. Zeit, einmal durchzuschnaufen und die Ergebnisse der Gipfelnacht zu sortieren. Es ist mal wieder spät geworden. Angela Merkel nennt die Verhandlungen zum Fiskalpakt eine Meisterleistung. Immerhin habe man nur 2 Monate gebraucht. Deshalb glaube ich, dass das ein wichtiger Schritt zu einer Stabilitätsunion ist und dass dies auch gerade für die, die Europa von außen betrachten, die Eurozone von außen betrachten, ganz wichtig ist, dass wir uns zu diesen zusätzlichen Verpflichtungen bekannt haben. Durch den Fiskalpakt sollen Schuldenbremsen verbindlich in nationales Recht festgeschrieben werden. Schuldensündern drohen schärfere Defizitverfahren. Und bei Verstößen gegen den Fiskalpakt sind Klagen beim Europäischen Gerichtshof möglich. Wie das genau ablaufen soll, ist noch zu klären. Unterzeichnen wollen den Fiskalpakt alle EU-Mitglieder bis auf 2. Großbritanniens Nein stand schon vor dem Gipfel fest. Und auch Tschechien will nicht beitreten, erst einmal. Für mehr Wachstum will Europa Fördermilliarden besser nutzen. Und das vor allem in Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit. Jedes EU-Mitglied soll einen nationalen Plan erarbeiten. Mein Vorschlag ist im Kern eine Art Garantie für die Jugend, die sicherstellt, dass alle jungen Menschen in einen Job kommen oder eine Ausbildung, und zwar innerhalb von 4 Monaten nach der Schule. Beim Thema Sparkommissar für Griechenland holte sich Angela Merkel bei ihrem engen Verbündeten aus Frankreich eine Abfuhr ein. Bessere Kontrolle gerne, aber man kann kein Land, welches auch immer, unter Vormundschaft stellen. Ob mit oder ohne Sparkommissar, Griechenland bleibt Sorgenkind Nummer 1. Der Fiskalpakt ist ein politisches Signal, dass Europa es ernst meint mit der Haushaltsdisziplin. Dass sich die Staaten aber im Ernstfall auch daran halten, müssen sie noch beweisen. Vor allem aber löst der Fiskalpakt nicht die akuten, die kurzfristigen Probleme in der Eurozone. Besonders in Griechenland drängt die Zeit. Wirtschaft und Finanzmärkte reagierten heute positiv auf die Brüsseler Vereinbarungen. An den Aktienbörsen sorgten die Beschlüsse für steigende Kurse und auch der Euro legte zeitweise leicht zu. In Berlin begrüßten Politiker der Regierungsparteien die Gipfelergebnisse als klares Signal für mehr Stabilität in Europa. Dagegen sprachen Vertreter von Opposition und Gewerkschaften von einem einseitigen Sparkurs, der die Krise noch verschärfen könne. Wer heute durch Berlin lief, kam auch hier an den Beschlüssen aus Brüssel nicht vorbei. In den Zeitungen wird der Auftritt der Kanzlerin noch diskutiert. In der Union steht das Urteil bereits fest. Europa sei auf dem richtigen Weg. Europa hat damit gezeigt, dass es den Finanzmärkten ein klares Signal geben wird. Wir werden die bisherige Schuldenpolitik nicht fortführen. Der bayerische Finanzminister ist sicher, dass die richtigen Weichen gestellt wurden. Die anderen Modelle waren ja immer Eurobonds, die Rot-Grün insbesondere favorisiert haben. Gott sei Dank ist das nicht gekommen. Stattdessen Schuldenbremse und auch Sanktionsmöglichkeiten gegen die Länder, die sich nachhaltig dem Schuldenabbau verwehren. Ich denke, es ist ein gutes Signal und ein Erfolg der Kanzlerin. Es gäbe 2 Maßnahmen gegen die Krise, sagt der Wirtschaftsminister. Schulden abbauen und die Wirtschaft fördern. Beides löse der Gipfel ein. Es gibt 2 Ursachen und deswegen sind beide Maßnahmen gegen die Krise genau richtig, auch gleichwertig zu betrachten. Das eine wird ohne das andere nicht möglich sein. Und ebenso wichtig finde ich auch die Geschwindigkeit, mit der solche Beschlüsse gefasst wurden. Beides ist gut, die Schulden zurückzufahren und gleichzeitig Wachstum zu vergrößern und zu verstetigen in allen europäischen Staaten. Die Opposition ist von den Ergebnissen enttäuscht. Alles das, was Frau Merkel eigentlich wollte im Sinne von einem Sparkommissar als auch einem Wachstumsprogramm, das ist nicht passiert, im Gegenteil. Solange in Europa nur über Sparen geredet wird, wird sich die Wirtschaftskrise verschärfen, die Arbeitslosigkeit vergrößern und die Krise um unsere gemeinsame Währung anhalten. In der Opposition sieht man nur einen Weg, den Schuldenstaaten mit Konjunkturprogrammen aus der Krise zu helfen.
Die Bundesregierung will die Eingliederung von Zuwanderern durch einen Aktionsplan verbessern. Kanzlerin Merkel forderte auf dem 5. Integrationsgipfel in Berlin mehr dauerhafte Angebote für die etwa 16 Millionen Migranten hierzulande. Eckpunkte des Aktionsplans sind die Bereiche Sprache, Bildung und Arbeitsmarkt. So sollen für den öffentlichen Dienst mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln geworben werden. Sie ist das Werbegesicht der Bundesregierung, Julia Bieloserczuk, geboren in der Ukraine, aufgewachsen in Deutschland, arbeitet als Bundespolizistin am Frankfurter Flughafen. So wie die junge Beamtin sollen künftig mehr Menschen ausländischer Herkunft im öffentlichen Dienst arbeiten, verkündet die Kanzlerin nach dem Gipfel. Wir müssen verbindlicher werden, wir müssen klarer werden in unseren Zielsetzungen und wir müssen vor allen Dingen von den Modellprogrammen schrittweise zu dauerhaften Angeboten für eine verbesserte Integration kommen. Der heute beschlossene Aktionsplan, so die Kanzlerin, sei der nächste Schritt. Doch vielen Teilnehmern ist das zu wenig. Ohne verpflichtende Quotenvorgabe werde sich kaum etwas ändern. Deshalb muss die Regierung mindestens eine politische Zielmarke setzen und sagen, bis 2013 wollen wir so viel Prozent uniformierte Polizisten mit Migrationshintergrund gewinnen. Andere vermissen einen breiteren Ansatz in der Integrationspolitik. Leider werden ganz kritische Punkte in der Integrationspolitik nicht angesprochen, wie Wahlrecht, doppelte Staatsbürgerschaft und solche Themen, bei denen es ja durchaus sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Gern spricht man über Sprachförderung, aber sich allein daran festzuhalten, ist dann doch ein bisschen wenig. Auch ein höherer Migrantenanteil im öffentlichen Dienst werde schon lang diskutiert, kritisiert die Opposition. Derzeit haben nur etwa 10% der Mitarbeiter ausländische Wurzeln. Weitere Informationen zu diesem Thema auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar wieder über 3 Millionen gestiegen. Allerdings war die Erwerbslosigkeit trotzdem so niedrig wie seit 20 Jahren in einem Januar nicht mehr. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 3.082.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 302.000 mehr als im Dezember, aber 264.000 weniger als im Januar 2011. Die Quote lag bei 7,3%. Obwohl die Zahlen gestiegen sind, ist die Schlange kurz in der Arbeitsagentur Berlin-Mitte. Denn wer arbeitslos wird, kommt am Monatsanfang. Dies gilt auch für diesen Januar, der erstmals seit 9 Monaten wieder höhere Arbeitslosenzahlen als der Vormonat ausweist. Doch Fachkräfte haben nach wie vor gute Chancen am Arbeitsmarkt. Das sind die gesamten technischen Bereiche, Metall, Elektro. Das sind die Logistikbereiche, die nah am verarbeitenden Gewerbe sind, Gesundheit und Gastgewerbe, also Hotel und Restaurants. Allerdings nicht jede neue Stelle reicht zum Leben. Fast 400.000 neue Jobs, die seit dem vergangenen Jahr auch in schlecht bezahlten Berufen entstanden sind, keine Vollzeitarbeitsplätze. Nicht hinnehmbar, findet die Linkspartei. Wir fordern gute Arbeit, von der man leben kann. Und diese Entwicklung ist leider in Deutschland in eine andere Richtung gegangen. Im Arbeitsministerium macht man sich wegen der leichten Abschwächung der Konjunktur in den vergangenen Monaten zwar Sorgen, es gäbe aber Grund für Optimismus. Andererseits sehen wir im Augenblick, dass die gesamtwirtschaftlichen Erwartungen wieder positiv anziehen, was auf eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung im nächsten Jahr eher hindeutet. Und nach wie vor ist weiterhin auf dem Arbeitsmarkt von einer konjunkturellen Abschwächung nichts zu merken. Der Gesamtausblick für das Jahr 2012 bleibt deshalb positiv. Die Zahl der Arbeitslosen soll wieder deutlich sinken. Auf unter 3 Millionen im Jahresschnitt. Der Netzwerkausrüster Nokia Siemens Networks will in Deutschland fast jede dritte Stelle streichen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen 2.900 der 9.000 Arbeitsplätze wegfallen. Außerdem werden zahlreiche Standorte geschlossen, darunter auch die Zentrale in München. Die IG Metall kündigte umgehend Widerstand an. Das finnisch-deutsche Gemeinschaftsunternehmen hatte schon im November einen harten Sparkurs bekannt gegeben, aber keine Details für Deutschland genannt. Enttäuschung nach langen Protesten bei den Beschäftigten von ThyssenKrupp. Der Essener Konzern verkauft sein gesamtes Edelstahlgeschäft an den finnischen Wettbewerber Outokumpu. Für ThyssenKrupp geht damit 100 Jahre nach seiner Erfindung des rostfreien Stahls eine Ära zu Ende. Durch den Verkauf werden rund 850 der knapp 6.500 Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen. Zuletzt hatte die konzerneigene Edelstahlsparte tiefrote Zahlen geschrieben.
Seit Jahren ist eine Rangliste europäischer Bildungsabschlüsse in Planung. Sie soll es Arbeitgebern auch über Landesgrenzen hinweg erleichtern, die Qualifikation der Bewerber einzuordnen. In Deutschland haben sich nun Vertreter von Bund, Ländern, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden auf die Bewertung der deutschen Ausbildungsabschlüsse geeinigt. Künftig soll beispielsweise der Handwerksmeister auf gleicher Stufe stehen wie der Bachelorabschluss einer Universität. Stefanie Adamschewski ist Meisterschülerin der Zahntechnik. Sie hat sich ganz bewusst für eine Berufsausbildung entschieden. Ich finde, die Meisterprüfung ist eigentlich eine viel bessere Ausbildung, da ich die Theorie und die Praxis im Prinzip zusammen in einem Paket habe. Und bei einem Bachelor bezieht sich ja doch mehr auf die Theorie. Sie begrüßt es, dass nun die Abschlüsse Bachelor und Meister gleichgestellt werden. Zufriedenheit auch beim deutschen Handwerk. Damit ist der populären Forderung nach mehr Akademikern etwas der Wind aus den Segeln genommen worden. Kurz gesagt, Deutschland braucht nicht nur Dichter und Denker. Ich könnte ja jetzt Handwerker hinten dran hängen, aber ich sag's wie im Ruhrpott, nicht jeder kann Meister. Verschiedene Abschlüsse vergleichbar machen, das ist das Ziel. 8 unterschiedliche Stufen soll es geben. Wo allgemeinbildende Schulabschlüsse wie das Abitur einsortiert werden, darauf konnte man sich nicht einigen. Sie werden aus der Skala erstmal herausgehalten. Wichtig sei aber deutlich zu machen, dass jeder die Chance zum Aufstieg habe, durch akademische oder berufliche Bildung. Es ist ein gutes Signal im Blick auf den Stellenwert der beruflichen Bildung. Das ist ein gutes Signal im Blick auf die Gleichwertigkeit, die damit nicht nur in Deutschland praktiziert, sondern auch in Europa Relevanz haben wird. Denn durch eine bessere Vergleichbarkeit von Abschlüssen soll auch die Mobilität von Arbeitnehmern über die Grenzen hinweg erleichtert werden. Immer wieder waren die Bergungsarbeiten im Wrack der Costa Concordia unterbrochen worden. Nun wird die Suche ganz eingestellt. Als Grund dafür wurden heute Sicherheitsrisiken für die Taucher genannt. Knapp 3 Wochen nach dem Schiffsunglück vor der italienischen Insel Giglio gelten noch 15 Menschen als vermisst. In den nächsten Tagen soll damit begonnen werden, den Treibstoff aus dem Wrack zu pumpen. Auf Rügen ist 5 Wochen nach dem Abbruch der Steilküste ein totes Mädchen gefunden worden. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft spricht vieles dafür, dass es sich um das seit Weihnachten vermisste Kind aus Brandenburg handelt. Die 10-Jährige war von den herabstürzenden Kreidemassen erfasst worden. Der Bürgermeister der Gemeinde Putzgarten sagte, die Kleidung stimme überein. Gewissheit soll nun eine rechtsmedizinische Untersuchung bringen. Die momentane Kältewelle hat in Osteuropa mindestens 58 Todesopfer gefordert. Allein in der Ukraine erfroren 30 Menschen. Die Behörden ließen landesweit beheizte Zelte zum Aufwärmen aufstellen. In Polen starben in den vergangenen 24 Stunden 5 Menschen an Unterkühlung. Zeitweilig sank die Temperatur in einigen Regionen auf minus 27 Grad. Die Kälte aus Russland sorgt auch rund um das Mittelmeer für ungewöhnlich niedrige Temperaturen. Auf der Insel Korsika fielen mehrere Zentimeter Schnee. Auch einige Provinzen im nordafrikanischen Algerien sind schneebedeckt. In Istanbul führte heftiger Schneefall zu Verkehrsbehinderungen. Fast 200 Flüge mussten gestrichen werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 1. Februar. Das Russlandhoch bringt uns weiterhin trockene Kaltluft. Das bedeutet häufig Sonnenschein, aber auch klirrende Kälte. In Alpennähe macht sich ein Mittelmeertief mit Wolken und etwas Schnee bemerkbar. Und in Küstennähe sorgt die feuchtere Seeluft für Schneeschauer. Im Süden halten sich heute Nacht noch dichtere Wolken. Örtlich rieselt etwas Schnee, sonst ist es meist klar. An den Küsten tauchen später ein paar Wolken auf und die bringen morgen hier und da Schneeschauer, vor allem an der Ostsee. Auch im Süden Baden-Württembergs und Bayerns schneit es stellenweise. Im übrigen Land wird es meist sonnig. Mäßiger bis frischer, mitunter stark böiger Wind aus Ost bis Nordost, auf den Bergen stürmische Böen. Heute Nacht verbreitet strenger Frost in verschneiten Bergtälern des Ostens nahe minus 20 Grad. Im Osten auch am Tag zum Teil zweistellige Minusgrade, an den Küsten nur leichter Frost. Am Donnerstag ähnliches Wetter. Am Freitag in der Nordhälfte überwiegend stark bewölkt und gebietsweise Schneeschauer. Auch an den Alpen schneit es ein wenig. Am Samstag teils Sonne, teils Wolken und in einigen Regionen fällt etwas Schnee. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Diskussion über Integration, wie die Bundesregierung Migranten besser fördern will und tödliches Eis, warum es so viele Kälteopfer in Osteuropa gibt.